Liebe Erbacherinnen, liebe Erbacher, ich begrüße Sie sehr herzlich zu Beginn des neuen Jahres und wünsche Ihnen für 2021 alles erdenklich Gute. Leider kann ich Sie in diesem Jahr nicht wie letztes Jahr von unserem schönen Maikplatz aus begrüßen, sondern nur per Video, denn ja, noch immer ist Corona-Zeit und noch immer müssen wir uns an viele Regeln halten. Aha, das war früher einfach nur ein Ausdruck des Erstaunens. Aber heute, naja, Sie wissen es, steht es für Abstand, Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken. Und wenn Sie gerade drinnen sich aufhalten, dann kommt sogar ein L noch hinzu, ein L für Lüften. Aber über Aha hinaus scheint mir ein weiteres ganz wichtig zu sein. Lassen Sie uns die Freude und die Zuversicht am Leben nicht nehmen. In der kurzen Corona-Sommerpause habe ich zwei Einladungen angenommen zu Geburtstagen von 100-Jährigen. Und ich muss sagen, es war ein Jungbrunnen für mich. Was haben diese Menschen, beide geistig noch sehr rüstig, was haben diese Menschen seit 1920 alles erlebt und erleben müssen? Und dennoch waren beide voller Zuversicht. Ich finde, daran können wir uns ein schönes Beispiel nehmen. Auch wenn die Zeiten einmal schwer sind, es geht auch wieder aufwärts. Und es gibt ja wirklich auch Anlass zur Hoffnung. Im vergangenen Jahr waren sich alle Astrologen einig, es wird ein sehr schwieriges Jahr. Im vergangenen Jahr hatte ich gesagt, es wird ein rumpeliges Jahr. Und ich gestehe, ich habe mir nicht träumen lassen, dass die Astrologen, die ich konsultiert hatte, so recht behalten sollten. In diesem Jahr haben die Astrologen eigentlich alle nichts wirklich Spektakuläres zu sagen. Zumindest nichts, was wir selbst, auch mit ein wenig gesundem Menschenverstand, nicht auch vorhersagen könnten. Da ist zum einen, natürlich ist auch 2021 noch kein Anlass für Euphorie. Es gilt immer noch, mit kluger Ratio durchs Leben zu gehen und die Folgen, die Corona und die Maßnahmen, die erlassen werden mussten, haben, werden uns noch das ganze Jahr 2021 begleiten. Zweitens, natürlich gilt es, vieles neu zu bewerten. Aber so eine grundlegende Inventur ist ja nicht nur im Geschäftlichen durchaus eine sinnvolle Geschichte. Und drittens, natürlich wird es in manchen Bereichen auch einen Umbruch und eine Neuorientierung geben. Aber auch hier gilt, lassen Sie uns das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Denn vieles, was wir vor Corona hatten, war ja sehr gut. Vieles war sehr gut. Und ich denke nicht nur an unseren schönen Wiesenmarkt, auf den wir uns alle wieder freuen, wann immer er wieder startet. Es wird also im Wesentlichen mal wieder an uns selbst liegen, was wir aus diesem Jahr 2021 machen. Im Grunde ist es eine ganz einfache Wahl. Jeden Morgen können wir uns fragen, lassen wir uns von den vielen negativen Schlagzeilen, die wir jeden Tag lesen müssen, runterziehen? Oder blicken wir noch bewusster auf die vielen schönen und positiven Dinge, die es in ganz vielen Bereichen ja auch gibt. Die Sterne jedenfalls sind mit uns, denn sie stehen in diesem Jahr im Zeichen des Saturn. Der Saturn steht für Struktur, Gewissen, Verantwortung. Und der Saturn wird unterstützt von Jupiter. Jupiter, der für Wachstum, Bewusstseinserweiterung und im Grunde Glück in allen Lebenslagen steht. Welch schöne Aussichten. In diesem Sinne nochmals, ich wünsche Ihnen für dieses Jahr 2021 alles erdenkliche Gute. Machen Sie es gut.